Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Supermarket Simulator. Ja, ich habe es gestern schon angekündigt, die vorerst letzte Folge. Lasst mir gerne nochmal Feedback da und dann entscheide ich, ob wir das Spiel vielleicht nochmal in einem Stream oder so ein bisschen weiterspielen. Ich glaube, das ist dann ganz angenehm. Da kann man ein bisschen quatschen, da kann ich mir nebenbei ein bisschen Musik anmachen. Ja. Gebt einfach mal Bescheid. Falls ihr sagt, das Spiel, war okay, reicht aber jetzt auch, dann sagt mir auch das. So kann ich besser einschätzen, was ihr sehen möchtet. Genau, und ich kann das Spiel ja, wenn es mich rappelt, ja auch dann offline für mich weiterspielen. So. Müssen shoppen. Ich räume auch zuerst. Uiuiuiui. Ich räume auch zuerst schon mal ein, damit Hugo nebenbei auch weiterarbeiten kann. Jetzt genau leer geworden. Sehr gut. Langsam weiß ich ungefähr, wo welche Produkte im Regal stehen. Brauche auf jeden Fall auch Salz, Seife, Seife, Salz, Seife. Nehme auch einmal davon mit, wenn es gerade nicht ins Regal passt. Toilettenpapier. Wir könnten vielleicht. Hat er das jetzt mit? Nee. Warum fängt er an, das Müsli aufzufüllen und macht es dann aber nicht? Hatte ich? Hugo? Also Klopapier sollten wir jetzt gerade erstmal genügend haben. Wir brauchen dann noch O-Saft. Zweimal die. Wir brauchen das weiße Müsli und diese komischen Kuchen. Wir brauchen Pommes. Hähnchen, dann auch Kartoffeln brauchen.
Wie ist er nun voll? Kartoffeln sind voll. Hähnchen ist schon voll. Müsli. Pommes. Zu schnell. Ich verfehle die Tür. Oh, Papa. Irgendeine französische Süßigkeit. Auge juckt. Nochmal Pommes. Das ist natürlich jetzt, naja. Dann brauchen wir gelbes Öl, grünes Öl. Wir brauchen Meister Propper. Warum das? Und wir brauchen Milch. Zeug ganz schön teuer beim Shoppen. War schon günstigere Tage. Aber wir nehmen ja rein theoretisch auch jetzt mehr ein. Daher passt das schon. Milch reicht, glaube ich, immer noch nicht. Ja, ich nehme noch mal Milch. Wir nehmen einmal Butter, damit wir die auch im Lager haben. Einmal Butter. Ah. Und die Milch. Reicht das? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Los geht's. War ich nicht gerade noch Supermarkt Level 18? Steigt man auch im Level, wenn man Sachen bestellt und einräumt? Ja, klar.
Wissen Sie, erster Kunde räumt direkt das Chicken leer. Ahu ist am Start. Das ist aber gar nicht wie. Ich hatte, glaube ich, bloß zwei Kisten auf Lager. Fährt hier bei mir draußen wieder ein Motorrad lang. Ich habe keine Ahnung, ob ihr das hört. Auf jeden Fall sehr laut. Wie gut die Leute passend zahlen manchmal. Es kommen aber tatsächlich, ich meine, diesen Herrn habe ich jetzt noch nicht so oft in meinem Laden gesehen. Es kommen dann tatsächlich, je größer der Laden wird, mehr Charaktermodelle dazu? Oder wie ist das? Oder habe ich einfach die letzten 17 Folgen nur nicht mehr drauf geachtet, wie die Leute aussehen? Kann natürlich auch sein. So, der hat Bar bezahlt. Wie gesagt, ich vergesse dann manchmal, ich achte da gar nicht drauf, was die in der Hand haben. Ich sollte aber da mehr drauf achten, damit ich auch weiß, ob die mit Karte zahlen. Oder Bar. Vielleicht mal nach den Pommes gucken. Geht noch. Alles im Griff, der hat der Hugo. Ich könnte Öl holen oder Aufstrich. Aber eigentlich muss ich auch nicht. Ich kann gleich wieder Licht anmachen. Schon wieder dunkel. Oh, ich habe schon wieder keine Rechnungen bezahlt die letzten Tage.
Kann nicht anders. Ich muss dann eingreifen. Ja, ansonsten. Jetzt ist ja schon fast wieder Feierabend. Ich meine, am Ende ist die Bude immer noch mal voll. Aber es wird schon passen. Ich dachte schon, er will mir die Karte nicht geben. Ich dachte, ich werde das erste Mal geklaut. Wobei, ein Dieb geht ja nicht zur Kasse, lässt sich das Zeug einscannen und rennt dann ohne zu bezahlen weg. Frügen Joghurt, was für Frügen ist das? Ist die Firma Frügen Joghurt? Warum ist der zu teuer? Ich den nicht angepasst? Hä? 20 Cent. Wie immer drüber. So, der letzte Kunde. Der lässt sich auf jeden Fall Zeit. So. Schade, die 4000 Dollar nicht geknackt. Ja, das sieht auch gut ausverkauft aus. Also abverkauft, meine ich natürlich. Oh, da war gar nicht mehr drin. Ja, dann bleibt mir jetzt nur noch ein bisschen mit aufzuräumen. Und nochmal zu sagen, das war jetzt die letzte Folge von dem Let's Play in diesem Sinne. Wir können gern, je nachdem wie euer Feedback ausfällt, das Spiel nochmal in einem Livestream ein bisschen weiterspielen. Da kann man auch gut nebenher quatschen. Da warte ich aber auf euer Feedback. Und ja, ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit bei diesem Spiel. Ich finde das Spiel ganz cool. Tatsächlich ist es aber im Let's Play schwierig, weil nicht immer so viel passiert. Beziehungsweise, wenn, dann passiert immer das Gleiche. Ich räume die Regale ein. Ich bestelle Ware nach. Ich starte den Tag. Ich räume die Regale ein, ich bestelle die Ware nach, räume nochmal ein und starte den Tag. Also das. Man muss aber auch dazu sagen, das Spiel ist bis jetzt, wir haben den 20. März, im Early Access. Da ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Da kommt auch noch ganz viel Inhalt. Kann ich ja vielleicht gleich auch nochmal zeigen, was der Entwickler da alles noch geplant hat. Kann ich noch auffüllen? Shampoo? Kann ich gerade nicht auffüllen. Da kommt noch einiges. Und ich glaube, wenn das jetzt alles schon in diesem Spiel
implementiert wäre, wäre das auch noch ein bisschen abwechslungsreicher. Vielleicht sogar noch ein bisschen anstrengender oder so zu managen. Ich weiß es nicht genau. Was habe ich jetzt in der Hand? Das. Aber wie gesagt, das gucken wir uns gleich noch mal an, was der Entwickler noch auf der To-Do-Liste hat. Was da alles noch kommen soll. Und dann ist es ein richtig komplexes Spiel. Falls ihr euch fragt, warum ich das jetzt überhaupt alles noch einräume, wenn das ja die letzte Folge ist, ja, vielleicht spiele ich das Spiel ja nochmal. Und dann ist wenigstens alles vorbereitet. Butter können wir noch. Auffüllen. Was haben wir noch? Nur Papier. Ich weiß, wie gesagt, immer noch nicht, was für ein System Hugo hat. Geht er nach den Plätzen im Lager oder geht er durch den Laden und sieht dann, ah, da fehlt noch was, das hole ich jetzt als nächstes. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Ich weiß jetzt nicht, was noch. Oh, da, Nudeln und Chokipick. Aber ich glaube, Nudeln habe ich keine mehr. Und. Oh. Da war mein Fach vom Chokipick. Kann das sein? Gummibärchen. Kartoffeln, Milch. Kartoffeln haben wir keine mehr. Ja, dann würde ich aber sagen, ist so langsam aufgeräumt. Hugo macht jetzt noch den Rest. Hier beim Öl fehlt noch ein bisschen was. Tränke. Aber ich würde einfach sagen, ich mache an dieser Stelle Schluss für heute. Und wir gehen jetzt noch mal zurück. Ins Menü. Da ist übrigens auch Musik. Und hier oben sieht man, was der Entwickler alles noch geplant hat. Bewegen von Items ohne Boxen, die Türinteraktion, säubern, Anpassung, mehr Dekoration und Möbel, Selbstbedienungskassen. Eine Art Handy-App, wo man noch besser sehen kann, wie sich der Laden entwickelt. Diebe, Security, MHDs. Man kann Sachen dann in einen Sonderverkauf setzen, beziehungsweise in einen. Ja, man kann die speziell bewerben und rabattieren. Man kann online, aber auch vor Ort kaufen. Man hat eine größere Stadt, in der man rumlaufen kann. Ja, es ist auch so ein Sonderverkaufsmäßig Obst und Gemüse, komplette Tagesrhythmen,
damit man eigentlich rund um die Uhr den Laden geöffnet haben kann. Jetzt ist ja wirklich immer stupide von 8 bis 21 Uhr der Laden geöffnet. Und man kann, wenn man den dann vor Ort einkaufen geht, bekommt man die Sachen günstiger. Also, da ist schon noch ein bisschen was geplant und ich freue mich da auch drauf. Vielleicht warten wir auch einfach noch ein bisschen und schauen später nochmal in das Spiel rein, wenn ein bisschen mehr Inhalt drin ist. Ich freue mich auf euer Feedback. Jetzt bin ich aber erstmal raus. Ich danke euch und wir sehen uns morgen mit einem nächsten Projekt wieder. Verrate nicht mehr. Also, einen schönen Tag jetzt noch. Bleibt gesund und munter. Ich winke euch und sage Tschüss.